Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Kona, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Boome, wollen wir heute anzocken? Hat keine HDR, ihr seht, Kamera ist an. Ja, oben das Symbol hier ist immer noch an, das ist halt, ja, weil ich gerade Software-Update hatte. Müssen wir mal Daumen drücken, dass es bald weggeht. Das dauert immer eine Weile, bis es da ist, wegen der 8 Terabyte Platte. Musik habe ich auf 40% runtergemacht. Sprache, Text, Deutsch, Untertitel aktiviert. Ach, mir schwan schon wieder schlimm mit. Wir machen einfach mal das vollständig. C'est en 1940, sur les cendres de la Seconde Guerre mondiale, que William Hamilton fonda son projet. Gibt mir amerikanisch, englisch oder französisch? Na, lass mal deutsch, von englisch. Ich steuere damit. Carl knew that on one of these shores stood William Hamilton's lavish mansion. And there, the detective had hopes of finding a way out of the area. A phone, a truck, who knows? Under the luxurious carpets, he might be able to find answers to his questions. The detective wondered about the floating debris. Had it drifted out from the shore? Or had it been abandoned there in the middle of nowhere? Noch ein Boot. Noch ein Boot. Carl saw a boat in the distance, clearly piloted by one of his own. Had he finally made it to civilization? His hopes were immediately drowned out by the sound of gunshots. Time to flee again, and fast. Swam without a thought, yet each stroke was desperate. The icy water and his wounds made him feel weaker and weaker. He had to get to shore. Jetzt habe ich aber eine Waffe gar nicht mehr. Bleeding and the hypothermia were tearing at Carl's poor body. When he finally saw a light in the distance, he was filled with a faint sense of hope. Could it be a refuge? Ja,
Sieht aber nicht so pralle für ihn jetzt gerade aus. Axt. Mit nassen Klamotten, ey. Ich hätte erstmal die nassen Klamotten ausgezogen. Carl struggled to wake up. His makeshift bandages offered him little time. If he wanted to find the truth, he had to get to Hamilton Manor without delay. Carl left his refuge, knowing that he was headed to a more comfortable, but otherwise ominous place, Hamilton's mansion. Zum Baum fallen.
tried to put the horror into perspective. Accidents happen, and in the inhospitable far north, it happens more often than not. Nevertheless, a feeling of déjà vu stayed with him, as if the carnage was not over. The plan suggested that a package had to be retrieved not far away. Carl had to keep his eyes open. What were these mysterious fragments? And why was there a warning about the broom? This letter raised more questions than it answered for the detective. Security was more reminiscent of a Korean military base than a mining operation. Carl Faubert was a sensible man. Attacking that wolf would not be among his smartest life choices.
Si vous entendez ceci, ce message est crucial. Trouvez un endroit où vous mettre à l'abri. Ne sortez qu'en dernier recours. Si vous avez à sortir, armez-vous et méfiez-vous de quiconque porte les couleurs de la Hamilton Mining Corporation. Tenez-vous le plus loin possible de la forme. Les animaux sont devenus extrêmement agressifs. Je répète, tenez-vous le plus loin possible des animaux et méfiez-vous de quiconque porte les couleurs de la HMC. Si vous entendez ceci, ce message est crucial. Trouvez un endroit où vous mettre à l'abri. Ne sortez qu'en dernier recours. Si vous avez à sortir, armez-vous et méfiez-vous de quiconque porte les couleurs de la Hamilton Mining Corporation. Tenez-vous le plus loin possible de la faune. Les animaux sont devenus extrêmement agressifs. Je répète, tenez-vous le plus loin possible des animaux et méfiez-vous de quiconque porte les couleurs de la HMC. This letter, found in the cabin, mentioned a gazebo. The key to the mansion would likely be there. This was the mansion of the late William Hamilton. There was no other rich industrialist in the area to have a sumptuous mansion built in the middle of nowhere. Oh, God. Mansion Chaos, yeah. Huh?
Jetzt kann man doch wieder zumachen. Draußen konnte ich das Schellschubfach nicht zumachen. Added to the mayhem was violence. Carl understood that a tragedy had occurred here. Carl was overcome with a strange emotion. The crossword puzzle was in French, so he guessed it was the work of a Hamilton employee and not Hamilton himself. Ach doch, hier war ja noch. Nee, hier war ich doch. Da war ich. So, hier war ich, da war ich drinne. Ach, hier war's. Macht mich das müde, das Spiel. Ich hab ja noch gepennt die Nacht.
ich hinten noch mal. Aber irgendwie macht mich das Spiel müde. Ich hab die ganze Nacht gepennt. Also das ist jetzt nicht das Problem. Hab auch gut geschlafen. Das ist spannend jetzt hier. Aber gleichzeitig ein bisschen langweilig, weil jetzt gerade nichts passiert. Und das macht mich echt richtig, richtig müde. Ich kann es nicht lange spielen, weil sonst penne ich hier ein, sag ich euch, so wie das ist. Faced with the issue of an empty tank, Carl had to find fuel. Mit 33 Minuten. Oh Gott. Nee, das, ich muss hier gleich aufhören. Ach, hier geht's noch nicht rüber, ganz toll. Sonst hergelatscht. Das war ja das mit dem Buch, ja.
Carl could feel his muscles weakening, his breath wheezing. Aber es macht mich müde. Kennt ihr sowas auch? Ihr seid eigentlich hellwach, aber dass euch das Spiel total müde macht? Ihr seht doch irgendwas. Rocking. The walls seemed to be running from Carl's hands as he tried to steady himself. Something was not right. Carl's thoughts were twisting in his head, making him dizzy. Hardly find their way in front of him. He doesn't know which way he came from or the way he's going. Everything seems to be going in a circle, a spiral carrying him. He doesn't know where or how. Ungünstigsten Moment. Carl suddenly feels like he's waking up, but inside the dream. The cold hits him suddenly, like a bucket of freezing water. Had he completely lost it? Or was he supposed to accept the manor's strange architecture, suddenly leading him to the middle of nowhere? These imposing structures seem to come from the depths of time, or from the moon landing, or even from his own mind, clouded after an afternoon nap. The detective had no idea how it worked, but the stones seemed to slide on the rails smoothly as soon as the totem pole was rotated.
Butler. Wo muss ja auch der Drehsel dazu erklärt sein? Das ist eine rote Maske. Durch. Da ist die rote. Gehen wir weiter, vielleicht finden wir das noch. Oh, ich muss hier oben aufhören, ey, sonst steige ich hier wirklich noch eine. Ich finde ja so ein Spiel echt interessant und spannend. Ich habe auch keine Karte, also ich komme hier nicht weiter. Ich muss das Rätsel lösen. Eine blaue Maske. Jubeln, Leute, sonst bin ich ein. Ist gerade mal mittags. Irgendwo
eine andere Maske sein. Ah, hier. Eigentlich richtig. Guckt jetzt auch da lang, so wie die rote. Die weiße guckt hier lang. He did not know how or why, but Carl sensed that something in this game had been completed, and now they wanted to lead him to this cabin. Speichern? Nee. The detective felt like he was sleepwalking, pulled by a larger force towards the light that was calling him, as if it was asking to be set free. The stone that resonated in the room must have been one of the fragments HMC had been seeking. If he isolated it, Carl hoped he might come to his senses. The pulse of the stone invaded Carl's mind, and he felt a strange, dark presence take shape near him. Wie schießen sollen? Carl could make out some trophies here and there that he had seen earlier in what seemed like a dream.
verloren. So, jetzt aber. The heavy steam made it impossible to get to the staircase. There had to be another way. Es ist spannend, aber ein bisschen langweilig, jetzt gerade so ein bisschen das aufklären. Und mich macht es, also nicht, dass es schlecht ist, aber es ist genau wie bei Alan Wake 2, es macht mich müde. Es macht, es, keine Ahnung, ich kann es euch schlecht beschreiben, es ist spannend, es hat mir jetzt auch ein bisschen Spaß gemacht, aber irgendwie beim Zocken werde ich müde bei dem Spiel. Obwohl ich eigentlich gar nicht müde bin. Ich habe die ganze Nacht gepennt, habe gut gepennt, habe viel gepennt. Ich kann es euch schlecht beschreiben. Aber vielleicht ist es ja für den einen oder anderen was. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin. Ist schon eine Stunde hier. Wollte gar nicht so lange machen. Aber jetzt wirklich Schluss.